Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Ja, neu raus, ab sofort, nein, noch nicht ab sofort, am 21. Mai gibt es es auf dem im Markt, auch bei Steam zu bekommen und dann in eurem PC-Game-Laden eures Vertrauens. Ja, aber ich habe schon mal die Ehre, vorher abzuspielen und euch mal schon ein bisschen was zu zeigen. Ja, wir fangen natürlich an mit dem Tutorial, damit wir wissen, wo was ist und wie was funktioniert. Jo, und dann starten wir schon mal rein hier. Ich bin ja voll gespannt. Loslegen. Und da geht's auch schon los. Hallo, du musst unser neuer Mitarbeiter sein. Ich hatte dich bereits erwartet. Damit du dich in Zukunft bei uns gut zurechtfindest, machen wir jetzt eine kleine Führung durch die Wache. Und ich werde dir die wichtigsten Dinge kurz erklären. Jo, das ist also unser neuer Chef. Ja, dann wollen wir mal. Also, drücke E zum Fortsetzen. Die Stechuhr. Hier an der Wand findest du unsere Stechuhr. Pünktlich zum Feierabend um 8 Uhr morgens kannst du hier ausstempeln und Feierabend machen. Alternativ kannst du noch ein wenig länger bleiben, um beispielsweise dein Fahrzeug noch auf Vordermann zu bringen oder etwas Sport zu machen. Achte nur darauf, dass du nicht zu viele Überstunden machst. Das geht auf Dauer zu sehr auf die Gesundheit. Aha, also keine Überstunden. Ja, mach ich, Chef. Ach, das hat jetzt sogar einen schönen Rahmen. Cool. An verschiedenen Stellen auf der gesamten Wache findest du Getränkeautomaten. Achte darauf, dass du immer ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, damit du immer voll einsatzbereit bist. Ja, und schau mal, man sieht die Spiegelung im Fenster von unserem Chef. Das ist ja auch cool. Das Laufen ist jetzt auch viel anders wie vorher. Ups. Warte doch, Chefe. Hier ist unser Fitnessraum. Ich würde dir raten, ihn regelmäßig zu benutzen, um deine Kraft und Ausdauer zu stärken. Ja, da werden wir natürlich versuchen, ein bisschen stärker zu werden. Aber jetzt muss ich mal schnell kurz was machen. Einstellungen, genau. Ich muss mal den Sound ein bisschen von der Musik runter machen. Genau. Okay. Ach ja, es gibt es in verschiedenen Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch. Also für jeden was dabei. Und weiter. Dies ist dein Büroraum. Rechts an der Wand ist ein freies Regal. Das kannst du gerne nutzen, um in Zukunft Auszeichnungen für besondere Leistungen aufzustellen. Links? Das ist doch rechts. Das ist doch nicht rechts, das ist doch links. Links! Hallo, links! Links! Wenn ich so stehe, ist das Regal links. Ja, aber die Bilder schauen cool aus an der Wand. Das ist aber auch ein Regal. Gut, kann sein, dass das gemeint ist. Obwohl, das ist leer, also links. Naja, werden wir jetzt sehen. Hey! Ach ja, genau, jetzt müssen wir mal schauen. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Hey! Ja, du, dann. Hallo? Komm. Warum geht das nicht? Hallo? Was ist da los? Jetzt da. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Ey, ja, dann komm. Nicht aus dem Fenster schauen. Nicht aus dem Fenster schauen. Ja, ich bin ja gespannt, was auf uns wartet. Auf alle Fälle soll das Gameplay ja viel, 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 viel anders sein. Hier ist unser Gemeinschaftsraum. Er wird von der Mannschaft in der Freizeit genutzt, um ein wenig zu entspannen und gemeinsame Aktivitäten nachzugehen. Okay. Gemeinschaftsraum ist immer gut. Geht's jetzt hin? Aha, was haben wir da? Ah, da ist mein Bettchen. Und der Fränkel! Der Ruheraum hier ist dir zugeteilt. In jeder 24-Stunden-Schicht hast du die Möglichkeit, dich für insgesamt 4 Stunden hinzulegen, zu ruhen. Kommt währenddessen ein Alarm rein, kannst du die verbleibenden vollen Stunden jederzeit später nachholen. Das klingt der Hammer. Guck mal, Fränkel, Leute. Ich wollte ihn bloß aussprechen lassen. Der Fränkel, der Wackelfränkel, da steht er.
Da steht ja der Fränkel. Hallo Fränkel. Ha! Jetzt muss ich neben dir schlafen. Alter, ich muss neben dir schlafen. Ei. Tür auf. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Ja. Müssen wir mal was machen. Ja, die Hand. Die Hand ist super. Schaut euch das an. Ich kann Licht anmachen, Licht ausmachen. Also echt super und das schaut auch cool aus. Ja, aber wie gesagt, der will irgendwas von mir. Wie du sicher erkennen kannst, ist das hier unser Speisesaal. Hier finden wir uns immer zum gemeinsamen Frühstück, Mittag und Abendessen ein. Gut. Und was steht alles rum? Was haben wir da? Ein Teischle, ein Besteck, ein Messerle und die Küche. Wow, cool. Direkt hinter dem Speisesaal befindet sich unsere Küche. Hier gibt es jederzeit einen frischen Kaffee, um deinen Energiepegel zeitweise etwas anzuheben. Ah, Energiepegel anheben, quasi mit Kaffee. Okay, gibt kurzfristig Energie. Was haben wir sonst noch? Die Mikrowelle. Komm, Bing. Nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Ja, aber ich möchte mal schauen, wie es draußen ausschaut. Super Spiegelung in dem Fenster, das finde ich voll cool. Aber naja, jetzt beeilen wir uns mal hier. Nicht, dass der noch böse wird, unser Chefchen. Ach, jetzt geht's nach oben, okay. Mann, da findet man sich bestimmt noch wieder zeitweise nicht richtig zurecht. Einsatzleitung und der Leitzentrale. Wow, das schaut cool aus. Hier befinden wir uns im Herzstück der Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen alle Alarmierungen rein und von hier aus werden alle Fahrzeuge koordiniert. Geil. Ich komm gleich, Chef. Ich muss bloß mal was gucken. Die Tasse. Da ist eine neue Tasse da. Die ist nicht mehr die alte. Cool. Ja, ich komm schon. Ja. Hier spielt die Musik. Ja, red nicht. Geh. Komm mit. Spielt sich das jetzt schon, muss ich sagen, viel flüssiger. Ja gut, liegt vielleicht auch daran, weil ich einen PC habe. Dies ist unser Besprechungs- und Schulungsraum. Hier finden wir uns regelmäßig zu Nachbesprechungen und Schulungen ein. Okay. Sieht auch voll schön aus. Ich möchte die Feuerwache von außen zeigen. Geht wahrscheinlich in die Fahrzeughalle. Bin ja gespannt, welche was für Aufgaben wir als erstes bekommen. Hier geht's jetzt, jawohl. Jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Dingen. Wie du sehen kannst, ist das unsere Fahrzeughalle. Im ersten Abschnitt findest du unser Einsatzleitfahrzeug und unsere beiden TLFs. Okay. Haben wir dann da alles wieder Lichtschalter, Kisten, Brunsdorf, Sunny. Im zweiten Teil findest du unseren RTW und unser Notarzteinsatzfahrzeug. Okay. Und hier haben wir Drehleiter. Im dritten Teil befinden sich die Stellplätze für unser HLF, unsere Drehleiter und das Wechselladerfahrzeug. Bis auf das Notarzteinsatzfahrzeug wirst du im Laufe deiner Dienstzeit hier wechselweise Dienst auf allen Fahrzeugen haben. Ach, auch auf dem RTW? Cool. Direkt hinter der dritten Halle befindet sich eines unserer Lager. Hier findest du jederzeit aufgefüllte Feuerlöscher und Atemschutzgeräte. Außerdem findest du hier auch neues Motoröl. Achte immer auf den Füllstand aller Geräte auf deinem Fahrzeug und natürlich auch auf den Ölstand. Aha. Also muss man jetzt Öl auch ins Fahrzeug kippen, wenn es gebraucht wird. Das ist natürlich super. Was haben wir noch? Also man sieht, hat sich einiges geändert.
Alleine hier schon. Oh, die, oh, schön. Werkstatt. Oh. Aber warte mal. Da. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Ja. Wir haben heute noch was vor. Ah, okay, gut. Ja, dann komm. Hier befinden wir uns in unserer Wasch- und Instandsetzungshalle. An der rechten Seite befindet sich ein Hochdruckreiniger für die Fahrzeugwäsche und auf der linken Seite befindet sich ein Reifendruckprüfer. Achte bei deinem Fahrzeug immer darauf, dass alle Reifen nicht zu viel und nicht zu wenig Druck haben. Okay, also das heißt, wir müssen jetzt Luftdruck in den Reifen auch kontrollieren. Gut. Jetzt kommen wir zur Werkstatt. Im hinteren Bereich der Waschhalle ist unsere Werkstatt. Hier findest du alles, was du an Werkzeug benötigst, um dein Fahrzeug instand zu setzen, wenn etwas nicht funktioniert. Im Falle einer leeren Batterie findest du hier auch Starthilfekabel. Am besten führst du jeden Morgen zu Dienstbeginn immer erst eine vollständige Funktionsprüfung deines Fahrzeugs durch. Das ist ja logisch. Aber ich finde, die Figuren, also die NPCs und so weiter, schauen viel, viel besser aus. Was? Das war schon? Ja. Also ganz kurz und knapp alles erklärt. Wir haben das Tutorial durch und wir schauen uns beim nächsten Mal dann unseren ersten Einsatz an. Jo, bis dahin, erstmal tschüss.